Hallo und herzlich willkommen zum Champions League Finale 2018. Hier sehen Sie nochmal die Zusammenfassung. Nämlich Real Madrid trifft auf den FC Liverpool. Macht sich Jürgen Klopp heute unsterblich und lässt Liverpool die Champions League gewinnen? Oder trägt sich Zidane in die Geschichtsbücher ein und gewinnt den Champions League Pokal dreimal hintereinander? Das wäre natürlich absoluter Rekord. Und hier ein Spieler, der es ausmachen könnte heute. Mohamed Salah in überragender Form, Anwärter auf den Ballon d'Or. Aber da will ihn natürlich noch jemand die Show stehlen. Den kennen wir natürlich alle, Cristiano Ronaldo. Aber in den letzten Spielen in der Champions League nicht gut gewesen. Gegen Bayern eher untergetaucht. Deswegen wird das heute sehr interessant. Wir schauen auch dann auf die Aufstellungen. Was hat sich Zidane heute einfallen lassen? Auf jeden Fall lässt er Asensio erstmal draußen und Isco. Und das ist dann halt die Stammelf. Benzema spielt. Natürlich Ronaldo und Bale spielt auch. Und das waren natürlich diese Pflegefälle, wo man sich gedacht hat, diese momentan überhaupt nicht in Form. Aber er lässt sie spielen und gibt ihnen das Vertrauen. Und dann schauen wir auch direkt auf Liverpool. Da ist Klein auch erstmal draußen. Natürlich der Supersturm, Mané, Firmino, Salah und Henderson ja wieder dabei, nachdem er in Man City damals gefehlt hatte, hatte man schon gemerkt. Aber so sieht es aus, auch Trent Alexander-Arnold, der erst 19 ist und schon sein erstes Champions League-Finale spielt. Aber wir gehen sofort rein, Liverpool direkt mit einem Nadelstich. Salah holt sich den Ball zurück. Und die Chance war zwar nicht so gut, aber nach 3 Minuten hatte man schon gesehen, der möchte heute, klaut den Ball von Marcelo. Oh, macht das nicht. Aber weiter Liverpool, Milner. Dann wieder Firmino und Firmino an den Pfosten und dann Salah. Wer sonst? 15. Spielminute, 1:0 für Liverpool. Unglaublich, dieser Typ. Mohamed Salah, auch wenn es jetzt nur ein Abstauber war, aber das fasst auch nochmal zusammen diese grandiose Saison, die hier bei Liverpool spielt. Firmino, klasse Schuss, ging dann an den Pfosten und Salah. Ja, da musste er halt auch erstmal stehen, um dem abzustauben. Und die Liverpooler führten 1:0 und kamen dem Wunder ein bisschen näher. Was hat sich denn die Zidane-Elf dann mal einfallen lassen? Bisschen lappriges Spiel, aber dann kam sie. Benzema, Benzema. Aber das war nicht gut. Madrid ein bisschen von der Rolle in den Champions League Finale. Ja, das war die einzige gute Chance nach 35 Minuten für seine Elf. Und Liverpool kam weiter. Ein wunderbarer Pass auf Salah. Und Salah, den macht er doch normalerweise. Heute nicht. Keylor Navas, gute Parade, der natürlich auch öfters in der Kritik steht, aber gegen Bayern stark gehalten und auch hier sehr gut gemacht. Dann kam sie doch mal mit Groß und Groß setzt sich stark durch, Karius und dann Benzema, aber das war dann abseits. Aber ein Lebenszeichen von seiner Truppe, Groß setzte sich da richtig gut durch. Das wäre kein Abseits gewesen, aber dann Benzema. Und dann hat Kroos nochmal einen und der war richtig stark. Wir kennen ihn ja, dass er mal aus dem Mittelfeld abzieht und dann Bale nochmal. Und da wurde es ganz, ganz knapp. Da hätte es fast 1:1 stehen müssen und somit war Halbzeit. Und wir springen direkt in die zweite Hälfte, denn Real kam wieder. Die waren jetzt heiß und dann Ronaldo. Und auch er versammelt eine riesen Chance. Nicht so ganz gut drauf, Cristiano Ronaldo. Dann Emre Can, auch nicht schlecht. Aber es scheint, dass man da was nur mit Abstaubertoren ärgern kann. Dann Isco mittlerweile eingewechselt, Ronaldo. Ja, es war nicht gut, was er hier ablieferte. Aber der Schuss war nicht schlecht. Karius konnte sich auch auszeichnen.
Aber es wurde dann auch immer knapper für die Königlichen. Nur noch 12 Minuten zu spielen, dann auf einmal Ronaldo! Was macht er denn da? Da muss man sich doch sagen, da muss er weiterlaufen und das Tor machen. Also er nicht so gut wie gegenüber sein Mohamed Salah. Und dann kam auch noch Pech für die Königlichen ins Spiel. Klasse gemacht von Mohamed Salah, der hier wirklich viel besser war als sein Gegenüber Ronaldo. Aber das Tor gehörte nicht ihm, sondern ein Realspieler, was wir hier sehen. Ganz, ganz böses Ding. Und das im Champions League Finale, erst am Pfosten. Und dann rechnet er nicht damit, dass der Ball zurückkommt. Also Real brauchte 2 Tore innerhalb von 3 Minuten. Die letzte Chance. Cristiano Ronaldo. Trifft er hier, wird es nochmal spannend. Sonst hat Klopp definitiv Geschichte geschrieben mit dieser Elf. Schafft es Real Madrid hier nochmal rein. Bale läuft es erst an, aber nee, Ronaldo macht es natürlich und er ist nicht schlecht. Aber halt auch nicht gefährlich am Ende. Kein schlechter Schuss, aber dann zu hoch. Für Karius wäre es wahrscheinlich auch kein Problem gewesen. Letzte Chance nochmal Ronaldo, Modric und Karius darf sich auch nochmal auszeichnen. Das war auch die letzte Aktion und dann war es tatsächlich geschafft. Nach dieser Chance. Wir hören das You Never Walk Alone. Der FC Liverpool gewinnt das Champions League Finale. Natürlich auch von hier. Herzlichen Glückwunsch. Sie konnten die Erfolgsserie in der Champions League von Real Madrid stoppen. Jürgen Klopp gewinnt die Champions League, nachdem 2013 ja noch nicht geklappt hat mit Dortmund. Jetzt hier in Kiew. Sie hören, dass You Never Walk Alone. Herzlichen Glückwunsch, Mohamed Salah auch. 6 Schüsse, er war wieder mal ein Riesenfaktor in Liverpool. Und Gareth Bale ja nicht so. Nur eine Chance, das war's. Dann war's das von hier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.